So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich bin der Tuvarok und mit dabei ist Vitana, die Aloexis. Hallo. Und der Kuga. Hallo. Und einen ganzen Haufen Zombies, die noch nicht da sind, aber die gleich kommen werden. Jetzt kommen. Wir warten schon ganz heiß. Da ist doch schon einer. 3 Minuten. Wo? Da, Richtung, Wohnwagen. Ah, so, wo kommen sie? Upsa. Von wo kommen sie jetzt? Also der kommt nicht mehr. Hier. Footballspieler. Jawohl. Da kommen sie gerannt hier. Feral, ja, nee. Ja, gucke mal. Ja, Kante ran hier. Oh, Wuffi. Ui, jetzt geht aber los hier. Mal gucken. Jetzt geht's rund. So, jetzt kann sich unsere Pfanne mal. Ja, ich bin mal gespannt, wie das sich, Nee, schon gefährdet. Dieser Zeppeler. Guck dir mal den an. Der rennt um die Tonne rum. Juhu! Der betet die Tonne an. Alter Schwede. Guck mal, wie sie alle krabbeln. Alter Mobbel. Du bist schon hinne. Ach komm, stirb doch ein. Oh, ein Vogel. Vogel. Achtung. Achtung, Vogel. Schöner Mistkeier. Ja, ups, der ist weg. Ja, der liegt. Alter Schwede. Hätte dich gesehen? Das sind die Hüte. Wenn einer einen Spucker sieht, Bescheid geben, ne? Sind die schon drin? Nein, noch nicht. Ne, noch nicht ganz. Da, hier sind die ersten. Da. Da kommt Dicky. Komm. Mach schon. Komm, lauf rein hier. Oh, das gibt ein Level. Ja, das muss ich auch sagen. Ja, los, komm rein, ihr Dicker. Komm. Sollst nicht weglaufen. Vogel! Wo? Nee, ernsthaft, schon wieder? Wo? Ja, weiß ich nicht, ich bin einfach weggelaufen. Boah, jetzt ist weiß ich nicht. Da oben ist er. Oh, die ersten sind drin. Achtung, er ist da, hier. Da, falls einer Feder am Brauch. Ja, kannst du ja, mal eben wegschneidern? Sie sind drin. Sie sind drin. Echt? Jo. Ja, ist weg. Oh, die Spider ist da. Oh, der Bulle. Der Bulle darf nicht in die Mitte. Den müssen wir vorher erwischen. Scheiße. Wo ist er? Der ist drin. Alter, Elektronallee, hallo? Ja, das sind die Spikes wahrscheinlich. Vorsicht, Bulle! Jawoll! Wer ist hinne? Komm, Spider-Li, lauf mal da unten rum. Da ist noch einer, der vor sich hindeutet. Also, guck mal, da krabbeln sie alle. Keine Beine mehr. Alter, Schwede, mal lieber, aber hier ist was los. Ja. Das Lecken kommt von den Spikes, weil die da dran sind. Ach so. Wir müssen das da unten drin beleuchten, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, ja. Ich glaube auch. Oh, das ist ein. Ah, das ist der Spider. Alter, Spider schön. Hängt leider mit dem Kopf in der Wand. Na, mein Freund. Das ist so. Jetzt. Oh, ich hab den Feral gekürzt. Oh, da kommt halt leuchtendes auf uns zu. Da ist doch jemand, der. Alter, kann ich jetzt mal sterben? Der kann ja einen Stiefel ab, der Typ, war mein Lieber. Ja, ja, kann ganz schön was ab. Also alle verlieren ihre Beine, tut der nicht. So, Kopf, einmal Kopf. Ist der denn? Ja, ne? Das ist tot. So. Komm, Mutti. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Ey, brauchst du nur warten, bis sie alle ihre Beine verloren haben. Dann kannst du. Oh, der schmale Mann da vorne. Oh ja. Wo ist denn der? Da. Ja, gar nicht so schnell nachladen. Noch einer. Jo. Ja, komm rein hier. Komm.
Dann müsste er auch weg sein. Ja. Ah, warten wir, bis er seine Beine verliert. Komm, Mutti. Mutti da. Eieieiei. Auch noch einer fest. Alter, du bist ein ganzes Magazin jetzt drin. Fall um. Welcher der, ne? Der da. Das ist aber vielleicht neu. Soll ich einen treffen, ein bisschen wäre schon nicht schlecht. Die liegen aber alle dran. Oh, daneben. Jetzt noch ein Monitor freigeschaltet. Juhu! Ja, den kriegst du nicht durch die Gitter. Das haben wir ja schon probiert. Du hast nicht aus deinen Erfahrungen gelernt, oder? Nee. Komm schon, komm schon. Molly ist eigentlich ganz geile Idee, das mach ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Da hinten läuft hier was grün, was grünes wollte ich sagen. Ja, stimmt. Ja, dann brennen die hier unten. Ja, getroffen! Ach stimmt, ich habe gar keine Brandpfeile mehr. Ich hab nur da einen. Also die Falle ist cool. Also schlecht. Ja. Also solange kein Bulle explodiert, ne? Die müssen vorher gestoppt werden. Ich glaube, dafür dürfen wir ruhig den Cougar, den Raketenwerfer mitgeben. Ui, ich hab's gerade spucken hören. Wo ist er? Beinloses Volk hier. Der ist auch weg. Wo kommen die alle her, sag mal? Die hast du doch eingeladen. Aus Süden. Ja, aus Süden, ja. Auf, Leute. Ja klar. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr, nee. Alter. So. Rein da mit dir. Also, mir auf den Kopf ziehen kann man nicht. So. Wollen die das nicht Schrot? Das ist ein Schrot, das müsst ihr doch, ne? Ja, halt mal verlangsamen hier, so. Ja, kommt alle hier rein. Alle in die Falle bitte rein. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Einfach nur blindes drauf los. Hauptsache, meine wischt irgendeinen Kopf. Bis sich nichts mehr bewegt. Genau. Das einzige Dumme ist, wenn die alle auf einer Stelle hocken, dass die sich gegenseitig kaputt machen, wenn die ploppen. Ja, das ist natürlich. Muss man die immer ein bisschen rumkreiten. Das muss doch da durchgehen. So. Mutti, kommst du mal hier runter? Ich glaube, ich muss die Schrotgewehre modifizieren. Jetzt brauchen wir so ein 50-Schuss-Magazin. Komm, Mutti. Lass das Bein von dem Ding in Ruhe.
Aber die ist so breit, ne? Und ich treffe die nicht. Das ist Spider unter der Kamera. Das Gute ist, solange die Strahlen bei deiner Mitte liegen, ne, machen sie wenigstens den Rand nicht kaputt. Das ist ja furchtbar, wie die Corona reingeht. Ja. Zack. Aber die Leuchte ist echt schrecklich. Wo bist du hin? Hier spielt die Party. Komm her, du. Noch einer. Ah, so ein Dicker. Mutti. Komm ran hier. Fertig. Alter Schwede. So, guck mal, wir brauchen da mal eine Prozessionader für nächste. Kommt doch mal alle von der Kante runter, Mensch. Das Dumme ist, durch diesen Wiederziehen ist ein bisschen schwierig. Na, aber das ist der beste Schutz zum Kämpfen auch, den du nicht kriegen kannst. Ja, das stimmt. So bist du ganz nah dran, aber geschützt. Hier rein. Ist ja nicht zu fassen, da auf seine. Also das ist ja. Der Typ macht der Grenzchen in der Hand. Guck mal, das hört ja gar nicht auf, da kommt noch einer. Noch so einer. Ja, ja. Was soll, die letzten werden die ersten sein? Ne? Bleibst du mal genau stehen? Treff dich nicht. Ich hab schon über 150 Toten beim Ballern, allein mit der hier. Alter! Das ist ja... Hallo? So, wer zockt noch? Ja, da kommt ein Hackbuch, keine Sorge. Jede Menge, ja. Siehst du jetzt, warum ich den Boden aus Beton haben wollte? Ja, sicher. Hey Diggi, kommst du wohl hier hin? Hör auf, die ganzen Spikes da wegzurasieren. Sova hat sich so viel Mühe gegeben, Mann. Aber sowas von. Er hat mal eben 9 Stück wegrasiert hier. Die letzten. Ja.
Alter, wo kommen die denn rein? Hört ihr den Sound? Ja. Das ist jetzt komisch an. Das wuselt da unten, das ist ja furchtbar. Ja. So, ich nehme jetzt wieder meinen. So. Der letzte Schuss. Oh, richtig. Hä? Ich habe auch noch eine Armbrust. Der bringt eine Pistole. Ich habe also gerade so eben nur mal, ich glaube 300 Schuss war das, ne? Bitte, Alter, das hört ja gar nicht auf, da kommt noch mehr. Nee, das ist alles. Wir haben so eine tolle Falle gebaut und wir locken immer mehr an irgendwie. Aber wir machen auch Krach, ne? Wir machen ja auch Krach wie hier. Ja, eine Hordenachse, das ist ja. Bleibt das, glaube ich, mit dem Krach nicht aus. Außer du gehst in den Mühlenblock, oder? Oh, der ist weg. Grünen Jungs, ich bin ja richtig weit ab, ne? Ja. Die müssen auch wirklich am Kopf treffen. Die nehmen auch, glaube ich, noch einen Kopfschaden. Ja. So, jetzt hören sie auf jeden Fall auf zu rennen. Der erste ist schon unten. Jo. Denk dran, du kannst nicht auf die Frame. Warte, ich mach mal eben den Spider weg. Unter dir. So, der ist hinne. Der rührt sich nicht mehr. So, eigentlich sind meistens nur noch die Grünen, die am Ende leben. Welcher zuckt denn da noch? Alle, fast. Alle bitte. Drei Stück zucken da, glaube ich. Ich glaube, mit einer Kiste kommen wir nicht hin, so war. Ja, ich sehe das schon. Also, ich das auch fast. Das Besondere an denen hier ist ja auch, ne? Die können keine Hände und keine Beine mehr haben und treffen sich immer noch. Die Mistratten. Ich bin da an einer gestorben, Mann, an so ohne Arme und Beine. Ja, da kommst du nicht bei. Der eine hängt hier mit dem Körper. Ja, danke. Alter, stirb doch. Das ist doch nicht wahr. So war! Tu was! Du triffst den. Mach unseren Loot nicht kaputt, du Scheiß, Feral. So, Kopf ist frei. Geht drauf. Ah, wo ist denn der jetzt da? Direkt Blum. Unter dir. Ah, das ist nicht zu fassen. Wir müssen die Brücke da. Genau jetzt, wo der Kopf frei ist, muss ich nachladen. Ja, genau. Jawohl! So denn. Down. Das war's. Dann lass uns mal. So, Freunde, das war eine Nacht. Alter, wie das hier aussieht. Ja, also unglaublich. So, ich mache jetzt mal jetzt einen Block dahin, dass sie hoch und runter kommen. So. So, ja. Also dann. Ich würde mal sagen, das war eine Nacht. Ja. Selten gehabt. Eine Nacht, die niemals endet. Voll. Ja, oben steht die Kiste. Alter Schwede, ey.
Ja, und Gammelbröt. Ja, der Axtjäger, ne? Wo ist sie jetzt? So, warte. Ich geh mal in die Höhle des Löwen. Leer. Oh, guck mal. Alter Schwede, mein lieber Mann. Die haben die ganz schön zusammen. Die haben die ganz schön kaputt gemacht, wa? Ja. Wie, du hast nur ein Mais mit 4 Holz. Was ist das denn hier für Blut? Gammelbröt. Ernsthaft. Schon wieder voll. Ich mache hier unten. Ah, nee. Kann ich gerade nicht. Bin voll. Ja, genau. Warte, ich mache hier noch eine Kiste hin. Ich sag ja, mit einer Kiste kommen wir nicht weit. Was viel schlimmer ist, mein Scharfschützengewehr ist ordentlich down. Ja, die verbrauchen sich ja so schnell. Ja. Ja. Tana auch voll. Wo hast du noch eine Kiste hingemacht? Daneben. Achso, was sonst. Ach, da. Oh ja, das ist super. Nee, das ist meine. Aber das war eine richtig spannende Runde, also muss ich mal sagen. Ja, ne? Hat mal richtig Laune gemacht. Da hast du. Ach, guck mal. Da nutzt meiner meinen Aufzug. Ja, nun, da oben ist ja nichts mehr zu looten. Uah, jetzt wäre ich fast hier reingefallen. Scheiße. Gut, gehst du mal in die Mitte runter? Dann gehe ich hier weiter nach außen. Oder was? Oh. Na super, der hatte 4 Knochen dabei. Wow! Hey. Der Müllsack hatte auch nichts. Ein Splint! Oh ja, das ist mal gut. Split ist immer gut. So, ich sammle schon mal die Frames wieder ein. Hier tropft von allen Seiten das Fleisch runter. Kuga, nimmst du bei dir da auch noch ein paar mit? Oder hast du keinen Platz für? Ein paar was? Frames. Ja, kann ich machen. Weil dann, damit du auch noch rauskommst. Genau, du kriegst dann die. Eieieiei. Ja. Mein Leber. Mein Leber. Und jetzt schau dir mal an. Also weniger Spikes hätten es nicht sein dürfen. Nee, das stimmt. So. Aber zu viel kannst du halt nicht machen, ne? Weil die sonst, hast du gemerkt, wie es angefangen hat zu lecken, wo es angefangen hat, ne? Ja, und ja. Sobald die Spikes weg sind, hört das Lecken auf. Dann hat es nämlich aufgehört. So, ich glaube, wir haben alles, ne? Jo. Ja, die kannst du noch aus. Ja. Jo.
Also von wegen Waffen oder so habe ich jetzt aber nichts. Ich habe eine Pistole gekriegt. Ich auch. Nichts so wirklich Interessantes gesehen. Nee. Pistole, was habe ich hier? Raketenwerferlauf. Ja. Bauplan AK-47. Also Stahlverstärkung brauchen wir definitiv auf den Dingern, ne? Ja. Weil die verstrahlten, die hauen die Mitte so weg. Ja, eben. Aber das mit dem Beton, das war schon gut, dass wir das noch gemacht haben. Sonst hätten sich einige durch die Wand gebrochen, glaube ich. Ja. So. So, was haben wir hier noch drin? Achso. Ja, nimm du erstmal, danach nehme ich. Zieh mal die Jacke an. Dann bringen wir den ganzen Krempel mal nach Hause. Und ja, hier? Ich scrap jetzt schon alles das, was irgendwie weg kann. Ja. Ja, dann gehe ich schon mal nach oben. Oben ist ja auch noch eine Kiste. Mache ich da oben das mal. So. Mache ich das mal hier. Mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Messer. Ach, die oben ist ja leer, die Kiste. Hat ja gar keine hochgebracht. Doch, ich habe oben auch was hingebracht. Die ist leer. Dann die andere. Ach, die dicken. Waren da andere? Ja, Kisten? Direkt neben dem Gang nach unten. Hab ich nicht gesehen. sowas müsste aber, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo in irgendeiner Kiste ein Messer liegen. Ne, ich hab mir eins gefunden, ja stimmt. Weiß hier bei mir in der Kiste liegt eins. Super. So, Freunde, bringen wir den Mist mal nach Hause. Ja. Aber ich muss sagen, das, also, wie gesagt, das lohnt sich echt, das Teil. Das ist super. Gut gebaut, ja, ne? Ja, finde ich. Also, das ist echt nicht schlecht. Ab Richtung Heimat. Jo. So, ich habe den anderen. Ist so. Da noch was drin unten? Meine Schuhe, ja, da ist noch was drin. Meine Schrotflinte sind ziemlich im Eimer. Ja, bei mir auch. Mein Scharfschützengewehr ist im A. Meins auch. Und mein Bogen ist auch sehr, sehr blank. Upsa. So. Irgendwas. Und jetzt heißt es wieder Schwarzpulverfarben. Wie ein Bescheuerten. Ja, ja, ja. Ja, leider. Ja, den Rest kann man ja, ich meine, die Sachen, die hier drin sind, wir kommen ja öfters hier vorbei. Außerdem bauen wir das Ding ja spätestens zur nächsten Horde auch wieder auf. Ne? Da ist jetzt noch ein bisschen Loot in der Kiste drin. Den können wir ja nächstes Mal mitnehmen, wenn wir vorbeilaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, Ich bin jetzt schon da. Ich habe noch 23 Schuss. Von 260. Eieieiei. Das ist nicht viel. Da geht wirklich eine ganze Menge weg. Alter Schwede, eine Menge weg. Jetzt tagt er auf der Tür. Eine Fackel. Wer hat denn eine Fackel mitgehabt? Blöder Zombie. Blöder Idiot. Ja, echt, eine Fackel. Hallo? Ja, komm, die meisten haben Gammelbrot. Na, okay. Na, wenn du das so siehst. Ne, das meinst du noch. Also drei Teile sind jetzt noch in der Kiste unten. Ob oben noch was ist, weiß ich nicht. Ne, oben habe ich, glaube ich, alles so weit rausgenommen. Und ich habe ja die gute. Hm. Alles hier drin. Was jetzt noch da? Schade. Ja, ja, da haben wir auf jeden Fall erstmal was zu tun. Auf jeden Fall. Erstmal meine Waffe reparieren. Ich fühle mich nicht wohl, wenn meine Waffe nicht ganz ist. Das ist mir völlig egal. Ich habe eh keine Munition mehr. Ja, dann nimm dir doch nochmal die 109, die im Schrank liegen. Ich habe nämlich nicht alles mitgenommen.
Okay. Ich habe jetzt die Hälfte. Dann hast du die Hälfte. Dann sind wir auf jeden Fall ein wenig versorgt mit unseren Scharfschützgewehren. Na? Jawohl. Ja, so. Ach, das war eine Nummer. Schön. Tja. Haben wir einen Raketenwerfer? Oh nein. 201. Oh nein. Aber wir haben leider nur einen Schuss. Schade. Oh. Tja, dann musst du wohl noch mal zurücklaufen und dir Raketen holen. Wieso? Ja, da hinten liegen noch welche in der Kiste. Echt jetzt? Ja. Oder haben wir die mitgebracht schon mittlerweile? Ich hab die, glaube ich, nicht mitgenommen. Oder du holst dir draußen die Raketen ab. Nee. Juhu. Die gerade geliefert werden. Hallo. Die. Freunde. Aber... Ne, müssten drüben liegen. Hallo. Nee, das ist nicht so wichtig jetzt. Aber ja, hier, ja, kommt hier also hin. Hier hin, nicht zur Tür. Nicht zur Tür. Ah, da hängt schon wieder einer in der Tür drin. Wir haben ordentlich wieder. Okay. Wir haben ja noch nicht genug gelootet, ne? Nee, nee, nee. Ja, hier ist noch Nachschub. Aber einige sind wieder in den Zaun gefallen. Hm? Hat mal einer vorher geguckt, was wir für Level hatten? Nee. Ist jetzt tot? Ne, die lebt immer noch. Sterb, du Luder! Vorsicht, direkt vor der Haustür Vorsicht, steht was. Sova. Ich hab aufgemacht. Und an der Luke hing auch irgendwo was rum. Junge Frau, was los? Ja. So. Könnt ihr mal gucken. Ich weiß nicht, was wir vorher für Level hatten. Da kommt nur eine Schreierin. Warte, wo? Jawoll. Achtung, Feral von hinten. So, warte. Oh. Hast du ein... Zwei, da waren oh, zwei. Und noch einer. Und es sind sogar drei. Warte. Oha, da ist noch einer. Ja, das sind drei Stück. Komm her, doch. Den einen habe ich enthauptet. Einen okay. Hab ich getötet. Haben wir es hier? Ja, ich hab's, ne? Alle tot? Ich glaube ja. Meine Güte, was ist denn das für eine Action heute? Also ehrlich. Ach. Ja, endlich mal was los. Was eine Folge. Ne? Kann ja nicht sein, dass wir 7 Tage am Bauen sind und dann... Kommt nix. Ja. Ein Feral, zwei Feral gehabt. Drei. Jetzt gerade. Hallo? Wir hatten drei. Ja, das ist drei, ja. Gott, was liegt hier denn alles rum? Ja, das war die Horde von gerade. Ach so. Die kam auch noch. Ja, gar nicht. Ja doch, siehst du ja. Ich guck mal, wir werden hier gar nicht fertig. Wir werden hier echt nicht fertig. Nee, das ist ja auch eine immerwährende Baustelle, das Spiel, oder? Ja. Aber unser Haus ist schön. Und jetzt haben wir wenigstens einen Platz zum Kämpfen, damit die nicht immer auf unser Haus losgehen. Weil das kriegen wir nicht verteidigt, hier die Größe. Unsere Ferienwohnanlage hier, Zora. Mhm. Ja, hallo, Rocker. Was? Er hat schon wieder einen Zombie gefunden. Er sucht sie quasi schon. Ja. So. Guck mal, Kugel ist schon Level 82. Alter Schwede. Ich hab gerade nur gehört bei der Horde Ding, 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 Ding. Ja, ich gar nicht so oft. Ich einmal. Ja. Hat wahrscheinlich Kuga die ganzen Headshots kassiert? Ja, ja, wir haben sie alle plattgelegt, weißt du, und Müll drauf. Letzten Schuss getan. Dafür hast du mich gut eingeholt. Du hast nur noch 3 Level zu mir. Ja, ich war ja auch ordentlich im Keller. Ich war auch ordentlich im Keller. Ich war ordentlich im Keller Steine kloppen. Ja, ist ja auch wichtig. Irgendwo müssen die Level hierher kommen. Ja, nützt ja alles nix. Genau. So.
Erstmal nach Hause. Was nicht mehr rein? Die Müllkisten sind auch schon wieder voll. Ich räume heute aber nicht mehr auf. Nee. Feierabend. So. So, wo ist denn der letzte im Bunde hier? Wo ist denn Kuga jetzt wieder? Ich habe nur draußen ein bisschen aufgeräumt. Ach so, okay. Der spielt schon wieder. Ich repariere mal eben den Fußboden. Ich kann die Löcher nicht sehen. Da ist schon wieder. Ich kann die ganzen Löcher im Boden nicht sehen. Wo war denn hier wieder? Ich habe doch gerade was kaputt gesehen. Was ist denn jetzt? Hier. Kaputt. Das ist gut. Kaputt. Merci. Kaputt. Meine Güte, Papa, die ist hier nur am Reparieren in der Hütte. So, aber die Zeit ist durch, Freunde. Dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, die Horde. Und wie gesagt, wenn das euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken, denn so verpasst ihr keine Folge, so wisst ihr immer, was auf dem Kanal gerade los ist. Und wenn wir jetzt nicht verkehrt in einem Datum sind, dann wollen wir doch alle mal, wollen wir euch doch einen schönen Rutsch ins neue Jahr wünschen. Jawohl. Wenn das alles richtig ist, ne? Kommt in gut zwei rein. Tagen ist es soweit. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Bleibt genau gesund und macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ganz frisch und munter. Jawohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.